Du hattest eigentlich angekündigt, mir ein Geschenk mitzubringen. Ja, ich sag das gleich in meiner Einleitung nochmal. Das war so. Also ich habe als Vorbereitung hier für den heutigen, also danke für die Einladung, und ich habe als Vorbereitung für den Slot oder so, für das Künstlergespräch, mir gedacht, weil ich ja für die auch inhaltliche Gestaltung dann verantwortlich war, dass wir über Kreativität reden, und dann habe ich ein Buch gelesen über Kreativität von Andreas Reckwitz, und ich habe das eigentlich nicht so richtig verstanden und es hat mir auch gar nichts geholfen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich bringe dem Daniel einfach ein Geschenk mit, und dann hat man so einen anderen Einstieg, und das habe ich jetzt aber zu Hause vergessen. Und dann hat Reinhold mir gesagt, ja, du Martin, das mit Kreativität so als Schwerpunkt, das ja, irgendwie ist das zu eng. Mach das eben mal weiter, und das, wir fangen einfach bei Null an und unterhalten uns einfach so. Ich finde das ganz toll, dass wir mal sprechen, weil ich finde, und dass Daniel ein außergewöhnlich interessanter Künstler ist. Das habe ich jetzt, endlich kann ich das mal vor einem größeren Publikum sagen, warum das so ist. Wenn man sich Daniels Musik anhört, ist das immer unheimlich. Also es hat eine überbordende Kreativität. Ne? Das, der ist unheimlich schnell, die Gedankengänge sind unheimlich assoziativ, und wenn man ihm folgen will, muss man oft sehr genau aufpassen. Und obwohl das immer wieder sehr unkonventionell ist, geht mir das total gut rein. Also ich freue mich, mit dem mal irgendwie länger darüber sprechen zu können. Und ja, wenn ich jetzt irgendwas, glaube ich, also als erstes dich fragen würde, wäre das, glaube ich, eine biografische Frage. Was spielte für euch denn früher Musik und so, weiß ich nicht, Lyrik irgendwie für eine Rolle zu Hause? Zu Hause früher heißt? In der Familie. Als Kind. Oder? Ja, ja, genau. Ja, also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Hallo, ich heiße Daniel. Für die, die mich nicht kennen, ich spiele in der Antilopengang, das ist eine Hip-Hop-Band. Und mache auch Solo-Projekte, auch Hip-Hop. Aber ich habe auch viele andere Sachen davor gemacht. Vielleicht kommen wir da gleich drauf zurück. Als Kind zu Hause hörte ich, glaube ich, wie alle Kinder, bevor die sich irgendwie ihre Primärgruppe wechseln, dieselbe Musik wie meine Eltern oder die Kindermusik, die sie mir gegeben haben. So, also ganz klassisch Beatles oder so. Und ich weiß noch, dass so die erste Kassette, die ich mir in der Bücherei ausgeliehen habe, glaube ich, die Ärzte war, aber so irgendwie habe ich nie so richtig, ich war irgendwie nie Fan als Kind oder so. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht für bestimmte Künstler, Künstlerinnen oder Musikrichtungen interessiert, sondern habe eher am See gespielt oder so. Und du bist jetzt 37, ist das richtig? Nee, ich bin 35, sieht was? Man ja. Was, echt? Ich dachte immer, du bist 2 Jahre älter als ich. Nee, nee. Okay, gut, also dann hat das früher bei euch jetzt irgendwie keine so eine, du kommst nicht aus einer Künstlerfamilie in dem Sinne. Also mein Vater hat auch in Bands gespielt, der hat in so Politrock-Bands gespielt, die dann so beim Castor-Transport sich so eine Bühne aufgebaut haben oder sowas. Der hatte auch so lange Haare und so einen Bart und ganz traurige Lieder, wo die so Tucholsky-Texte vertont haben und wie man das so gemacht hat in den 80ern. Ja. Und der hat auch irgendwie deswegen im Keller mehrere Musikinstrumente gehabt. Also da gab es irgendwie mal, da gab es so einen Kellerraum, da haben die Bandproben gemacht, da stand ein Schlagzeug, da stand ein Klavier. Ja. Und da habe ich mich irgendwie als Kind auch immer dran gesetzt und das halt ja. Mit denen gejammt oder so. Siehst du, und das habe ich nämlich auch befürchtet. Und dann habe ich irgendwie mal mitbekommen, es gab auch Bücher bei euch zu Hause viel irgendwie. Bücher? Ja. Ja, natürlich gab es auch Bücher. Weil das sind ja schon irgendwie zwei Sachen, die man bei dir sehen kann. Das hat immer so einen intellektuellen Gestus und darauf beziehst du dich. Und es ist musikalisch auch jetzt kein Standard-Rap. Also das hast du auch irgendwie so drauf. Man kann schon irgendwie sagen, dass es von zu Hause aus auch kommt, oder? Also tatsächlich habe ich letztes Jahr in Hannover, hat so ein philosophisches Institut eine Veranstaltung gemacht zu 50 Jahre 68, und die fanden das ganz spannend, meinen Vater und mich einzuladen. Ja.
meinen Vater als Zeitzeugen und mich als Publikumsmagnet oder so. Und da haben wir uns ein bisschen drauf vorbereitet und in dem Zusammenhang habe ich auch festgestellt, dass wir haben ganz unterschiedliche Bildungsbiografien. Also ich war auf mehr Schulen, als ich Schulklassen abgeschlossen habe. Und bei mir ist das alles schiefgelaufen. Mein Vater hat eine akademische Laufbahn gemacht und ist dann Professor geworden. Ja. Aber tatsächlich, so, als wir dann zum ersten Mal in unserem Leben zusammen irgendwas auf die Bühne bringen mussten und uns zusammen überlegen durften, was wollen wir da eigentlich erzählen und warum, habe ich schon gemerkt, dass wir in vielen Dingen gleich ticken. Ja. Ja. Und dass das bestimmt alles Einfluss darauf hat, wer ich heute bin und auch, was ich dann mache. Du sagst es auch irgendwo, ne? Mein Vater wollte, dass ich Akademiker werde, ist eine Zeile von deinem letzten Album. Das stimmt. Ja. Ja. Und jetzt hast du deinen Frieden damit so gemacht. Also, ich weiß es gar nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich mir letzten Sommer, obwohl das ein einigermaßen erfolgreiches Jahr war, wenn man so will, noch mal eine Universität angeguckt und habe überlegt, ob ich das jetzt für immer machen will. Also ob ich mit Mitte 40 immer noch auf so einer Festivalbühne Minderjährigen zujubeln will, dass sie ihre Hände hochheben sollen. Oder ob ich vielleicht noch mal was ganz anderes mache und denke da auch drüber nach. Aber aktuell steht mir da auch im Weg, dass ich dann ein Abitur nachholen müsste. Ich weiß gar nicht, wer... Ich weiß gar nicht, wer von euch das Video, das Interview von Daniel mit Miri vom Splashmack kennt. Dort erzählt Daniel, dass er mal ein Abschlusszeugnis gefälscht hat, um in eine, was ist es, Musiktherapeuten, in einen Studiengang reinzukommen. Wie hast du das gemacht? Das ist nicht besonders schwierig. Ja, erzähl also, mal. Also, das war eine niederländische Hochschule, die haben von deutschen Abschlüssen nicht so viel Ahnung gehabt. So. Und dann habe ich denen ein Halbjahreszeugnis von der 11. Klasse Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen. Das war auch tatsächlich das, also die 11. Klasse habe ich nie geschafft, aber dieses Halbjahreszeugnis habe ich bekommen. Und da stand halt, also die wussten nicht genau, was es ist. Und dann habe ich gesagt, das sei von meiner alten Uni und ich will jetzt hier an die Uni. Und dann haben die mir das so geglaubt. Also eine richtige Fälschung war es nicht. Das war mir, das Dokument war schon echt. Ich habe einfach nur behauptet, dass es was anderes ist. Und das hat aber, glaube ich, auch... Das, ich glaube, dass die das schon verstanden haben. Also so, ich glaube, die haben, fanden mich einfach auch nett und haben gedacht, komm, dem geben wir mal eine Chance. So. Also richtig doof waren die auch nicht. Da waren auch ein paar Mentorinnen aus Deutschland, die haben das schon, glaube ich, verstanden, dass ich keine Hochschulzugangsberechtigung eigentlich gehabt hätte. Ja gut, also du machst jetzt schon recht lange Musik. Welche Instrumente spielst du denn eigentlich? Also das ist immer die Frage, je nachdem wo mir das, die Frage gestellt wird, beantworte ich das anders, weil ich als Autodidakt mich manchmal frage, kann ich das Instrument jetzt eigentlich wirklich oder nicht? Ich vermute, hier sind ganz viele Leute mit Expertise und dann würde ich so behaupten, naja, ich kann das alles nicht. Aber ich spiele auf jeden Fall Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug und... singe und Triangel. Wenn du jetzt so ein Album machst, so die Beats, ich habe den Eindruck, die kommen, das kommt immer von dir mit deiner Orgel. So, davon geht das aus irgendwie, oder? Das ist immer schon bei dir so abgestimmt mit deinem Gesang und deinem Klavier, das, oder? Da geht das erstmal aus. Also ich... Das denken alle tatsächlich, dass ich viel mit Klavier arbeite, wenn ich Musik komponiere und dass ich mich da hinsetze und Sachen einspiele. Das stimmt aber nicht, sondern meistens komponiere ich mit dem Laptop auf dem Schoß und zeichne jede Note ein. Aha. Und das ist so ganz lieblos eigentlich. Ja. Ich kriege auch immer Ärger, aber es funktioniert ja scheinbar. Ja. Und manchmal spiele ich auch dann, wenn alles fertig ist, nochmal irgendwie eine coole Line drüber oder so. Und dann bin ich, glaube ich, kreativer, wenn ich mir das eher spielen kann. So. Aber so die Grundnoten und so, das ist schon alles richtig wack. Einfach
so das Raster auf Halbtaktik gestellt und dann einfach mal ein paar Midi-Noten reingemalt. Aber ich finde es gar nicht wack. Also ich, als jemand, der irgendwie immer viel Punk gehört und Punk gemacht hat, das habe ich dir ja schon öfters gesagt, finde ich deine Akkordfolgen immer, immer überraschend. Also das sind keine Standardakkorde. Und du variierst das immer viel. So, wo nimmst du das denn her? Es ist ja eigentlich fast immer dasselbe, was ich komponiere. Also es gibt so... Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist ein Understatement. Das ist einfach nicht wahr. Ja, also ich glaube schon. Es gibt auf jeden Fall so zwei, drei Lieder, die ich immer wieder neu komponiere, aber die dann recht gleich klingen. So, oh, das ist der Enkeltrick. Und dann... Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Und dann wäre ich nicht mehr verliebt in dich, bla bla bla. Das sind eigentlich alles immer dasselbe Lied. Ich habe es dann nur anders instrumentiert. Und ich habe auch, während ich das mache, denke ich jetzt nicht, geil, das Lied schreibe ich nochmal, sondern das fällt mir dann so hinterher auf, dass ich das schon wieder geschrieben habe. Ja. Und diese Gesangsharmonien, das hast du auch in dem Miri-Interview erklärt, die sind alle von Prinzen dann geklaut. Ja, was heißt geklaut? Aber es ist tatsächlich so, dass ich viel Prinzen gehört habe und auch aktuell wieder höre. Also so mit, die erste Kassette, die ich mir dann gekauft habe, war von die Prinzen. Das ist auch eine echt geile, super geile Band. So. Ja. Also finde ich total geil. Also gerade was Frau Humpe da produziert hat, das klingt ja wie ideal, nur mal halt mit so diesem komischen Kirchenchor dazu. Das ist eigentlich krasser Punkrock, geht gar nicht, finde ich. Ich finde die Hooks da auch geil. Deswegen ist für mich auf deinem Album auch die Prinzentragödie eins der Highlights zusammen mit den anderen Songs, wo die Hooks so krass hängen bleiben. Da hast du auch wirklich eine Gabe für, diese catchy Refrains zu machen. Hat da schon mal einer, also für mich erinnert das auf dem Niveau wirklich hauptsächlich an Crow, der das noch so macht. Nein, wirklich. Also die Hooks sind total gut, die bleiben total gut hängen so und sonst macht das meines Erachtens niemand so gut im Moment. Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Ich will eigentlich nicht so klingen wie Crow. Ja, das ist aber ich jetzt hatte so. Irgendwie, also bis du das mit Crow gesagt hast, habe ich gedacht so, ach, das läuft ja einwandfrei hier. Ich muss ja irgendwie, aber kann sein. Ich kenne mich mit Crow auch nicht so gut aus. Also so viel Musik von Crow habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, da gibt es dann auch einfach inhaltlich nochmal andere. Also der große Unterschied ist dann spätestens inhaltlicher Natur. Inhaltlich ist ein Unterschied, ne? Aber hörst du eigentlich Rap? Gibt es Rapper, die dich interessieren und beeinflussen? Andere Rap-Acts, die ich mag? Ja, auch so früher vielleicht. Was waren so die ersten Rap-Künstlerinnen, die du mochtest? Ich glaube, das war ja so irgendwie Mitte der 90er oder Ende der 90er. Da kamen so die ersten Eimsbusch-Tapes zum Beispiel. Es gab so einen Film damals, irgendeinen deutschen Film, der kam, glaube ich, auch aus Hamburg, wo so ein Soundtrack es zu gab. Es war auch irgendwie, absolute Giganten war das, ja, kann gut sein. Da war auf jeden Fall, das waren so die ersten deutschsprachigen Rap-Sachen, die ich irgendwie gehört und gemocht habe, so. Und dann habe ich so ganz standardmäßig wie alle Pubertierenden erstmal Sachen gehört, die möglichst böse sind und anecken und habe irgendwie so ein Gangster... Du sagst das auf einem Track mit 15 oder mit 16 oder so, mit Royal Bunker, ein Jugendlicher zwischen Royal Bunker und... Benjamin Blümchen, ja. Und Benjamin also, Blümchen, es gab, ja. War auch so ein nahtloser Übergang irgendwie, Benjamin Blümchen zu Royal Bunker eigentlich, ja. Das kennen wahrscheinlich viele hier. Benjamin Blümchen kennen die meisten, glaube ich. Ich bin jetzt ja auch Vater und das ist wieder Thema. Ja. Benjamin Blümchen. Und da rappst du auch von einem Schlagstock, den du im Schulturnister trägst. Mir fiel beim Hören auf, dass du immer wieder so Gewaltreferenzen drin hast. Schlag alles kaputt, einer aufs Maul. Aber auch früher schon. Würdest du dich gerne mal prügeln?
Ja. Also, habe ich eine riesen Faszination tatsächlich für Gewalt. Ja. Ich gucke mir auch zu Hause so manchmal so MMA-Kämpfe und Hooligan-Videos oder so an. Oder ich arbeite manchmal so an Türen bei so Veranstaltungen, mach Schutz oder so, weil ich das irgendwie geil finde. Ja. Also ich habe, ich kann glaube ich auch reflektieren, dass das irgendwie wack ist. Aber das ist irgendwie auch geil leider. Also ich habe da so ein, kannst hab du so, einen kannst du so Flaschen aufmachen? Ich kann es versuchen, ja. Ja, mir ist das irgendwie an vielen Stellen ist mir das schon aufgefallen. Bei dir, du hast ja noch was, ne? Ja. Richtet sich das gegen Personen oder gegen Dinge? Oder beides? Gewalt? Ja. Ach, ich bin kein gewalttätiger Mensch. Also ich glaube, das ist sowohl als auch, wenn man so will. Also ich habe, ich glaube, ich habe noch niemals irgendwas wirklich kaputt gemacht und auch, glaube ich, mich noch nie wirklich geprügelt. Stimmt das echt? Doch mit Kolja, mit meinem Bandkollegen, dem habe ich mal ein paar reingehauen, das stimmt schon. Und so in meiner Jugend gab es auch so Schlamützel oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, also Menschen und Dinge. Mhm. Ich komme mal zurück zur Musik. Ja. Du bist als Musiker ja irgendwie auch ein Handwerker, kann man sagen. Und wenn du da und musst da irgendwie auch standardisierte Formen bedienen, wenn du so ein Album machst, gehst du dann da so ran, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier so ein paar Typen von Songs abdecken, zwei Balladen, zwei nachdenkliche, zwei witzige, zwei aggressive mit Gewaltreferenzen, weil so kennt man mich. Hast du so einen Handwerkeransatz dann da irgendwie auch? Nee. Nee? Nee. Wie machst du das denn? Also meistens ist es so, dass ich habe früher mal behauptet, ich arbeite postkonzeptionell. Das heißt, ich mache irgendwie Dinge und dann hole ich mir Feedback dazu von Leuten und eigne mir dann die beste Interpretation irgendwie an. Also es ist selten und behaupte dann manchmal auch, dass ich das ungefähr so gemeint hätte oder so. Aber ich glaube, in so den kreativen Prozessen selber denke ich nicht viel nach oder entscheide ganz wenig bewusst zumindest. So. Kann gut sein, dass dann man immer wieder auf ähnliche Strukturen zurückgreift, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Oder dass immer wieder dieselben Themen einfach da sind. Aber ich glaube, so funktioniert der Mensch und das Leben, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, so Grundthemen, die tragen wir alle in uns ganz lange mit rum und können die dann immer wieder neu bearbeiten und denen immer wieder neu begegnen. Ja, glaube ich auch. Aber irgendwie kommt man ja dann doch immer wieder an ähnlichen Punkten an, gerade wenn es um so Songgenres geht. Ne? Irgendwie lassen die sich ja dann doch immer wieder kategorisieren. Was ist das für ein Lied? Ist das ein Liebeslied? Ist das ein Polit-Song oder so? Aber klar, das macht natürlich Sinn, wenn postkonzeptionell, dann überlässt du die Interpretation ja am Ende anderen Leuten. So, ne? Und guckst nur, was sie dir spiegeln, wenn ich dich richtig verstehe da. Ja, da mache ich es mir vielleicht einfach so, aber es ist auch, es ist auch schön, weil es Leute gibt, die viel schlauere Worte finden für das, was ich da mache, als ja, ich das selber. Hast du ja, postkonzeptionell hast du ja gesagt. So, du hast, das kam ja von dir. Nochmal, wie bitte? Aber postkonzeptionell hast du ja gesagt, das kam ja von dir. Das habe ich gesagt. Aber du kannst immer gut so Worte finden. So, finde ich, kannst du eigentlich, das ist schon wieder dieses Understatement. Er macht immer so und untertreibt total, damit das irgendwie freundlich wirkt. Ist mein Eindruck eigentlich. Also das passiert, das denken Leute tatsächlich manchmal, dass ich untertreiben würde oder mich doof stellen würde, weil sie irgendwie denken, so doof kann der gar nicht sein. Ja. Der weiß das schon jetzt, aber das stimmt dann, ich bin so doof. Also ich habe mir irgendwie letztes Jahr von jemandem Twitter erklären lassen, weil ich das nicht wusste, wie das geht und auch nicht so richtig, also habe erst letztes Jahr so Twitter mir mal angeguckt und dann die Person, die mir das gezeigt hat, hat die ganze Zeit gedacht, ey, der verarscht mich. Und will mich provozieren oder so, aber ich meine, ich kannte halt kein Twitter.
Ich kenne das bei Computersachen auch so, ne? Also gerade wenn das so diese Internet und so oder Word, MS Office ist zum Beispiel auch sowas, das fällt mir sehr schwer, aber insgesamt nehme ich dir das überhaupt nicht ab. Also du stapelst immer so tief, so das ist doch eigentlich dein Swagger, aber dann besonders interessante oder ungewöhnliche Sachen total gut rüberzubringen. Auch guck mal hier, ey, das ist eine Sache. Die ersten Sachen, die ich von Tobi oder Panik Panzer, seinem Bandkollegen von Antilopen und ihm kenne, das ist glaube ich von 2005, die haben ein Lied, das damals gab, das hieß Spanische Fliege. Ich weiß es nicht, ob das noch jemand kennt hier so, müsst ihr mal googeln oder bei YouTube eingeben. Na, und da gab es zum Beispiel auch diesen Song schon zwischen Dogmen und Foku hieß der, das war ein Song, den haben die damals gemacht über so AZs und so linke Milieus und Szeneräume und so. Und da hatten die schon eine, ich weiß nicht, ob Tobi oder du das waren, die hatten schon so eine Adorno-Referenz da drin. Kritisieren das Ganze, das falsche Ganze, wenn auch partikulär. Und dann der Titel von deinem neuen Album ist wieder an Adorno angelehnt. Reflexionen aus dem beschönigten Leben. Das ist eine Adaption des Untertitels von der Minima Moralia. Und dann gibt es bei dem Album mit Jakob oder mit Nemesis so einen gemeinsamen Track, wo ihr über die Dialektik der Aufklärung rappt. Also wieder so eine Adorno-Referenz. Was hat es mit diesen ganzen Referenzen eigentlich auf sich? Die Frage habe ich nicht verstanden. Was hat es mit diesen ganzen Referenzen eigentlich auf sich? Warum macht ihr das? Also ich glaube, das ist halt, egal wo, ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes, dass du irgendwie so popkulturelle Querverweise immer wieder findest in der ganzen Musik oder in Lyrik, in Texten von Leuten. Und ich glaube, da vielleicht sind da so, also ich habe das so, wir haben unsere Alben mal darauf untersucht, weil das schon ganz interessant ist. Was für Zitate, weißt du, das ist halt so wie alle deutschsprachigen Bands gibt es ständig ein Tonsteine-Scherben-Zitat oder so. Bei uns sind das dann halt viele Sachen so aus dem Punk-Sektor und hier und da halt auch Leute aus der kritischen Theorie oder so. Aber ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Also ich habe die Frage tatsächlich nicht verstanden. Mir ist nur aufgefallen, dass sich als einer der einzige Rapper, den ich kenne, der so drei ziemlich plakative Adorno-Referenzen in seinem Werk hat. Und also, du hast die Frage schon verstanden. Also ich habe auch das ganze Albumcover angelegt. Ist auch eine Adorno-Referenz. Das ist so ein Mann oder eine Figur, die schwimmt so auf dem Wasser und das soll so, also das ist dieses Bild, was Adorno hat in dem Minima Moralia Text Zürlo, wo er eigentlich also es gibt nur ganz wenige Momente, wo er seine Utopien für die Welt nicht durch Negation ausdrückt. Er sagt halt immer, das ist das und das und das ist scheiße und arbeitet sich dadurch daran ab, dass es auch eine abstrakte Utopie geben kann, sonst würde man gar nicht feststellen, es ist scheiße. Und es gibt so einen Moment, wo er halt sagt, einfach auf dem Wasser liegen und in den Himmel schauen, könnte treten an die Stelle von ständiger Verwertungslogik und Prozess und Schaffen und Sein. Einfach nur liegen und hochgucken. So. Und das fand ich ganz schön und so. Ich habe halt vorher eine Autobiografie gelesen, eine Biografie gelesen, in der stand, also was mich irgendwie total berührt hat, wie er also als Kind in der Nähe von einem Fluss gewohnt hat und sich als Kind sehr gerne einfach so in den Fluss gelegt hat und in die Sonne geschaut hat und so den Fluss runtertrieb. Ja. Und dann habe ich am Ende in seinem wahrscheinlich wichtigsten Werk halt diese eine Stelle wieder gefunden und das hat mich einfach ganz berührt und das floss dann halt in meine kreativen Prozesse irgendwie mit ein und das passte auch irgendwie in meine persönlichen Lebenssituationen. Ja, ich finde das auch klug gewählt. Das ist ein schönes Bild und danke auch nochmal für die Erklärung. Ich würde daran anknüpfend fragen, wer ist eigentlich dein Publikum, für die du sowas schreibst? Sind das die Käufer und die Hörer oder deine Freunde? Oder für wen schreibst du sowas dann?
ich glaube, das ist auch schwer einzugrenzen. Also ich glaube, da müsste man wahrscheinlich Lied für Lied oder sogar Zeile für Zeile das Ganze alles durchgehen, was ich so an Output habe. Also es gibt bestimmt irgendwie so Zeilen oder Texte, die ich schreibe, um Leuten nicht zu gefallen. Also wo ich einfach provozieren will, wo ich einfach großen Spaß daran habe, wenn ich Leuten den Tag dadurch versaue, dass es mich gibt. Ja. Oder dann gibt es bestimmt auch so einzelne Zeilen, die ich irgendwie an Freunde, Freundinnen widme. Und dann gibt es, aber halt bei mir ist halt das Problem irgendwie, dass ich ja nicht so am Reißbrett konzipiere. Also ich denke halt nicht darüber nach, was ist mein Zielpublikum und wie kann ich das irgendwie erreichen oder so. Deswegen ist auch so unser Zielpublikum bei Antilopen oder auch bei meiner Solo-Platte, die ich da gemacht habe, das war ganz spannend, dass eigentlich gar nicht, also die Leute am Publikum waren so zwischen 20 und 50 und da waren irgendwie Punks und kleine Antifas und irgendwie ganz viele Studierende und Leute mit so akademischem Background und dann feministische Väter mit ihren Töchtern und feministische Mütter mit ihren Söhnen. Und das hat mir alles super gut gefallen. So. Und ich glaube, dass ich nicht schreibe, um bestimmte Leute zu erreichen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass halt auf den Konzerten die nicht-feministischen Väter mit Töchtern nicht kommen. Und ich glaube, das reicht mir erstmal völlig aus. So. Ich war auf deinem Konzert hier in Hamburg und habe zwei schwule Freunde, Alex und White, die du auch kennst, dann nachher gesprochen und die sagten, für die war das total cool, weil die einfach dort, so sagten sie, davon ausgehen konnten, dass das ein sicherer Raum sei, obwohl es ein Rap-Konzert ist, konnten die sich da frei bewegen und ich habe das gar nicht bedacht vorher und fand das total, total krass, das von den beiden so zu hören. Sowas findest du bestimmt auch dann sehr erfüllend, nehme ich an. Sowas muss doch dann dich total bestätigen in dem, was du machst. Wenn die das so sagen, freut mich das natürlich. Also ich glaube nicht, dass unsere Konzerte frei sind von Arschlöchern. So. Also ab 500 kommen die Idioten, sagt man immer. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ab 5 kommen die Idioten. Und da sind auf jeden Fall immer Leute bei, mit denen ich nichts zu tun haben will. So. Und oder nicht alles Leute, auf die ich Bock habe. So. Aber wenn da Leute kommen und irgendwie hinterher sagen, ey Daniel, das war voll der geile Abend, weil ich hier so sein kann, wie ich sein will, so, dann freut mich das auf jeden Fall und tut mir das auch gut. So. Schön. Ja. das ist schön. Ich weiß jetzt gar nicht, also wenn das im Publikum Fragen sind, ne, könnt ihr das natürlich auch immer fragen. Ich glaube, es gibt auch Mikrofone dafür. Ich wollte dich noch einmal fragen, auf irgendeinem Lied, ich glaube, es ist das erste richtige Antilopen-Album Aversion, da rappst du, Kunst ist niemals zielgerichtet. Kann das sein? Ist das auf Aversion, diese Zeile? Ja. Da wollte ich dich gerne mal fragen, was meinst du damit genau? Ich glaube, ich habe da so einen ganz konservativen Kunstbegriff. Also den kann man gerne diskutieren, aber meine Idee ist oder meine Vermutung ist, dass Kunst in dem Moment, wo sie funktionalisiert ist, eigentlich keine Kunst mehr ist, sondern ihrer Funktion sich unterordnet. Ja. Ja. Und das meine ich mit Kunst ist niemals zielgerichtet. Also ich glaube, wenn du Leute agitieren willst oder so, ja, oder provozieren willst und du benutzt halt Kunst dazu, dann ist es trotzdem einfach Provokation und Agitation. So. Ach so, okay, jetzt verstehe ich es besser, weil ich wollte dich natürlich ein bisschen aufs Glatteis damit führen, ne, weil wenn diese ganzen politischen Sachen, wie ich will einen Freiraum schaffen für Homosexuelle oder so, auf einem Rap-Konzert stattfinden, dann ist es ja nach der Definition keine Kunst mehr, sondern ein das Schaffen eines Freiraumes. Ich glaube auch, also, ja, wenn das im besten Fall, wenn das einen Freiraum schafft, wäre das ja schön. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass das Kunst ist und ich würde auch nirgendwo hingehen und mich Künstler nennen. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn Leute behaupten, sie sind Künstler, dann weiß man meistens eigentlich, dass sie mindestens schlechte Künstler sind. Ja. Also
Das halte ich immer für Quatsch. Ja, ist unangenehm, ne, wenn Leute, aber gut. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise fragen, ob man als Künstler eine Verantwortung hat, aber das sparen wir uns. Will denn aus dem Publikum vielleicht jemand was fragen? Ja. Ja, wie ist es in diesem Fall? So, gibt es andere Mikros? Oder? Ja. Ja. Also es kann jetzt sein, dass von den Leuten dich jemand was fragt und dann. Das. Ja. Ui, hi. Ganz gut komprimiert. Ja, moin. Also ich finde das super interessant, dass du sagst, dass die Musik kein festes Konzept hat. Und ich war jetzt auch gerade beim Martin vor dem Workshop, wo es auch um, oder im Vortrag, wo es auch um darum ging, Popmusik, Politik und kann man mit Musik dann was verändern und diese Frage letztendlich. Und wenn du selber sagst, die Musik hat an sich kein Konzept für dich oder dir geht es jetzt nicht darum, damit speziell etwas zu verwalten oder ist es halt irgendwie doch so, würdest du sagen, außer eben zu sagen, ich habe jetzt diesen und diesen Gedanken, ich schreibe das jetzt halt auf und das schieße ich dann raus auf meinem Album, aber es gibt kein Konzept. Das wäre die eine Seite und auf der anderen Seite das Extrem wäre halt zu sagen, ich muss das jetzt sagen, denn ich will damit die Welt verändern und wir wollen irgendwie einen politischen Prozess damit, den wir gut finden, irgendwie unterstützen. Hey, vielleicht gibt es da so Gleichzeitigkeiten. Also ich weiß nicht, ob sich das so. Also ich bin auch niemand, der sich hinsetzt und sagt, alles, was ich mache, muss sinnlos sein, damit das irgendwie Kunst ist oder so. Weißt du, was ich meine? Sondern, also so funktioniert das auch nicht. Und das ist schon so, dass ich halt so einen linksradikalen Hintergrund habe oder aus so Antifa-Kreisen irgendwie komme. Und so ist es halt, wenn du, keine Ahnung, angenommen, du bist Maurer und läufst durch die Stadt, dann siehst du halt sehr viele Mauern und unterschiedliches Gemäuer und dein Blick auf die Stadt ist nochmal ganz anders als meiner, weil ich kenne mich mit Mauern nicht so gut aus, aber ich habe mich auseinandergesetzt mit so gesellschaftlichen Verhältnissen und so laufe ich durch die Stadt und so sehe ich die Welt und so beschreibe ich am Ende auch die Welt wieder so und dann kommt da automatisch was Politisches raus. So, und ich glaube auch, dass selbst wenn ich das nicht machen würde, ich alles Mögliche wieder politisch lesen kann. Also auch ein Crow, wenn wir auf den wieder zurückkommen, ist ein sehr politischer Künstler. Also jemand, der Lieder darüber schreibt, dass er eine Frau schwängert und dann verlässt, weil die scheiße ist. Er muss sehr schnell weg, so. Der hat damit schon eine sehr klare Positionierung. Und man checkt sein Frauenbild, man checkt seinen Sexismus, man checkt, was für ein Arschloch das ist. Auch wenn es dann irgendwie im Mainstream sehr gut ankommt und dann sich niemand so intensiv mit auseinandersetzt, halte ich das schon für sehr politisch. So. Und alles, was ich mache, ist wahrscheinlich am Ende auch politisch. So, und ich setze mich halt irgendwie mit so was wie Crow auseinander und schreibe selber Lieder und mit Sicherheit gibt es da irgendwie auch eine Reaktion. So. Ja. Das heißt noch 10 Minuten. Ach, das ist ja süß. Also ich finde es gut, wenn wir die 10 Minuten nutzen, um alle irgendwie zu Wort kommen zu lassen. Gibt es, ich glaube, da ist noch jemand, oder? Können wir mal was hören oder sehen? Oder beides? Also ich habe gestern Martin gefragt, sag mal, muss ich hier irgendwas vortragen oder nicht? Und dann meint er, nö, und dann bin ich saufen gegangen. Aber... Das stimmt nicht ganz. Du hast. Wir lassen das so stehen. Hier ist doch so eine super Internetverbindung, oder nicht? Irgendwas ist doch bestimmt im Internet. Dann hör dir das doch gleich im Internet an. Oder ich weiß nicht mehr, also mir ist das doch egal. Also ich, um ehrlich zu sein, ich hasse das immer so. Was machst denn du? Du bist Rapper, das ist ja irgendwie Panikpanzer, war mit dir, glaube ich, irgendwie in den USA. Und dann kam so ein Polizist bei der Einreise und meinte so, ja, und da wirst du ja manchmal so ein bisschen gefragt, wollen Sie den Präsident töten oder sowas? Und fragten dann auch, was machen Sie beruflich? Und er meinte, ja, ich bin Rapper. Und dann meinte er, rap mal. Und um das einfach so, und dann stehst du da und musst so, okay, kack, was mache ich jetzt? Und so, muss jetzt irgendwie. Das. Also, ich weiß nicht, gibt es denn noch andere Fragen? Ja, okay, jetzt ist natürlich,
Ich habe auch noch eine. Also, du wolltest mich ja fragen, ob Künstler eine politische Verantwortung hätten. Ja, nee, ich würde dich gerne noch mal was anderes fragen, weil ich fand, bei deinem Gespräch mit Miri und überhaupt bei der Promophase zu deinem Album, fand ich das ganz toll, wie du die Inspiration für deine Songs aus der Therapie hergeleitet hast. Ne? Also Thomas Mann, den vielleicht einige kennen, ist ein Schriftsteller, der hat mal gesagt, ein Künstler soll nie auch nur in die Nähe einer psychoanalytischen Behandlung kommen, weil dann sein Drive sozusagen verloren geht, ne? Weil er dann seinen Drang verliert, so, und das fand ich unheimlich interessant, das hat mich immer irgendwie jahrelang beschäftigt, so, ist es wirklich die Pathologie, die einen so am Laufen hält, irgendwie einen Output zu haben, und dann erzählst du eine total andere Story, so dass du halt sagst, naja, ich habe eigentlich in der Therapie und in dem Reflexionsvermögen, was ich da erlernt habe mit dieser Therapeutin, eigentlich erst gelernt, zu sagen, was ich sagen will. Das, also fand ich eine total coole Geschichte. Ja, vielleicht nicht gelernt zu sagen, was ich sagen will, aber es stimmt, ich hab irgendwie vorletztes Jahr eine Psychotherapie angefangen und die fängt ja meistens an mit so einer Sozialanamnese. Also da sitzt jemand und kennt dich nicht und du gehst dahin, damit die Person auch dich kennenlernt und dir irgendwie, also damit man irgendwie zum therapeutisches Verhältnis aufbauen kann, muss ich mich irgendwie schon einigermaßen ehrlich da präsentieren. So. Und das war das erste Mal seit langem, in dem ich in dieser Situation war. Weil wenn du im Normalfall irgendwo dein Leben erzählen sollst, deinen Lebenslauf schreibst, dich auf einen Job bewirbst oder als Musiker, Musikerin dich irgendwie der Außenwelt präsentierst, dann erzählst du jetzt nicht diese Geschichten, die ich dieser Person erzählen musste, sondern das ist halt so wie dein normales Instagram-Account, weißt du? Da ist halt kein, da ist von der Scheidung nie ein Foto drin, aber von der Hochzeit Tausende. Und da war ich auf einmal in der Situation, wo ich irgendwie eine andere Version von mir erstmalig so erzählt habe. Und eine ganz andere Idee auf einmal davon hatte, wie ist meine Biografie, wer bin ich eigentlich, und sie hat das auch sehr gut gemacht, also mich da irgendwie so durch so verschiedene Stationen geführt und mir so am Ende sogar so einen Fragebogen, ganz einfach einen Anamnese-Fragebogen mitgegeben, so ein Multiple-Choice-Test, wo halt einfache Fragen drin sind, die ich mir so aber noch nicht oder lange nicht mehr gestellt habe, so. Und das hat ganz viel kreatives Potenzial freigesetzt. Ist auch so, dass diese Platte, die ich dann geschrieben habe, eigentlich ausschließlich von mir handelt. Also, und ganz widersprüchlich, also ein Lied geht darum, dass ich mir selber aufs Maul hauen will, weil ich ja immer so Gewaltfantasien habe. Und dann ein Lied geht darum, dass man lieber alles andere kaputt hauen soll. und das bezieht sich aber, glaube ich, irgendwie aufeinander so. Schön, also nee, ich find's wirklich schön. Also toll, dass das so geklappt hat. Und wie viele Stunden hatte die Therapie? Weiß ich nicht mehr. Also, aber es ist wirklich, wenn man sich mal vorstellt, man sitzt dann da 20, 30, 40 Wochen, ein bis zweimal die Woche und erzählt immer wieder aus seinem Leben heraus, so, das setzt eigentlich was frei in einem. Ne? Ja, es ist ja auch nicht so, dass man anlasslos dahin geht meistens, obwohl ich das empfehlen würde, zu machen, bevor der Leidensdruck so groß wird, dass man muss. Aber im Normalfall geht man ja dahin, weil es Anlässe gibt. So. Und demnach konnte ich jetzt da nicht die ganze Zeit irgendwie meine Biografie erzählen, sondern aber ganz viel klassische Krisenintervention. Und das war auch eine Verhaltenstherapie. Ich habe dann so Tipps bekommen, wie dass ich meinen Haustürschlüssel doch einfach an den Schlüsselbrett hängen soll, dann weiß ich auch, wo er ist. Und so. Aber das sind tatsächlich so kleine Dinge, also da fängt Awareness schon an. Ja. Bin ich warm genug angezogen, weiß ich, wo mein Haustürschlüssel ist. So. Das war eigentlich ganz schön. Ja. Finde ich auch. Also klingt schön. Gibt es denn noch weitere Fragen? Ich glaube, es ist... Wie spät ist es denn jetzt? Weiß ich nicht. Also 2 Minuten haben wir noch. Eine Frage noch, komm.
Ja, bitte. Ja, dann mach. Sorry. So rein vom Songwriting-Ding her, in der Phase, in der jetzt das Album fertig ist und du gehst auf Tour und so weiter, schreibst du währenddessen weitere Songs und bist schon immer so weiter Striving-Artist-mäßig und tippst im Tourbus schon die nächsten Texte oder trennst du das irgendwo? Also, ich würde jetzt sagen, es wäre voll geil, wenn ich das machen würde. So. Und ich nehme das auch jedes Mal vor, aber so funktioniert Kreativität am Ende dann auch nicht. Also man kann, also ich zumindest kann mir nicht irgendwie so einen bestimmten Zeitslot im Terminkalender eintragen, wo ich am besten irgendwie irgendwas schreibe, was mir am Ende auch gefällt. So. Aber ich habe mir angewöhnt, möglichst oft mich irgendwie zurückzuziehen und irgendwas zu machen. So. Und wenn mir dann nichts einfällt, dann übe ich halt Klavier oder spiele Gitarre und nutze die Zeit irgendwie anders, aber dass ich mir halt irgendwie zumindest diese Räume nehme, dass ich das machen könnte. So. Aber das ist oft da einfach, sitzt du da vor einem leeren Blatt und ärgerst dich und dann macht es auch einfach keinen Sinn, sich da so zu quälen. So. Ja, wenn es sonst keine ganz schnellen Fragen noch gibt, bedanke ich mich sehr für die Einladung und für das tolle Gespräch und ja, wünsche allen noch viel Spaß bei dieser schönen Veranstaltung.